unsere Kirmes ist eröffnet. Hier gibt es etwas, das kann ich noch nicht gesehen. Da hier Schokotrauben, Schokobananen, Schokoerdbeeren. Das hier ist ganz neu und sehr, also unglaublich. Paradiesapfel. Das ist aber ganz süß. Und das sind Mandeln, frisch gebrannte Mandeln. Und da hier frisch und knackig Popcorn. Außer Popcorn, das ist alles neu für mich. Ja. Viele gute Fressbuden. Ja. Fressbuden sind immer gut. Ja. Hier guckt man dann. Datteln, Speckdatteln. Datteln sind schön, aber warum? Speck dumm rum. Hallo Astrid. Hallo Rüssi. Wenn du eine Frage beantwortest, dann bestellen wir bei dir. Und zwar, die wievielte Kirmes ist das denn hier in Wermelskirchen? Die 418. Die 418? Oh, nee, das ist falsch. Das ist die 420. Aber wie sie aussieht wie eine Königin, hammergeil. Das ist schön. Also hier am Stand haben sie typische bergische Kleidung. Und Cocktails. Cocktails, sehr wichtig. An diesem Stand gibt es auch Cocktail für Muslims, aber ohne Alkohol, aber sogar billiger. Was geht hier ab oder was passiert hier? Was hier passiert? Ja. Also hier gibt es die geilsten Cocktails auf der Wermelskirchner Kirmes. Ja? Ja. Geile Stimmung. Wie gesagt, wir haben immer das geile Wetter hier, ja. Natürlich. Wow, ja, das ist dummisch. Es ist warm. Es ist sehr warm. Super Wetter. Wir sind froh, dass es nicht dreht. Ja. Und was haben wir noch Schönes? Die geilsten Mädels? Ja. Die geilsten Jungs? Ja. Guck ja, hier alle leben. Da steht Scheiß aufs Pferd. Erste Prinzen kommen mit dem Motorrad. Das stimmt aber nicht. Eigentlich Scheiß aufs Pferd. Erste Prinzen kommen mit aus Bangladesch. Ja, guck mal, wie verrückt die Wermelskirchener sind. Sie fahren immer wieder in einem Kreis. Wie verrückt, ja, oder? Wir sind jetzt hier gerade auf der Raupe in Wermelskirchen. Ich habe mir sagen lassen, dass das die schnellste Raupe im gesamten Mitteldeutschland ist. Ich muss hier etwas aufpassen, dass ich nicht auf die Kamerafrau fliege. Und es dreht sich die Zentrifugalkraft. Schmeißt uns gleich aus dem Gefährt raus, aber wir können uns noch halten. Der Spaß macht aus, dass man hier einfach unglaubliche Geschwindigkeiten aufnimmt. Ich habe mir von Experten sagen lassen, das ist ähnlich wie ein Weltraumflug, wie der Start. Man wird gut durchgerüttelt. Sie fahren immer wieder in einem Kreis. Wie verrückt, ja? Oder? Quatsch, das war ein Scherz nur. Ah, ich drehe schon seit Stunden hier so meine Runde. Es kommt nur die Motto. Aber eine Wasserbahn fehlt. Bei dem Wetter. Eindeutig. Ja. Die Bundesregierung, die rät ja zu Hamsterkäufen.
Was würden Sie denn empfehlen, was man am besten hamstern könnte von Ihren Produkten? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Ne? Ohne dass einem schlecht wird? Am besten gar nichts. Warum soll man auch einen Hamster einkaufen? Ich habe schon gehört, es gibt auch eine Hamsterfälle. Haben Sie auch? Hamsterfälle, wir haben den Nothamster hier. Müssten wir noch abziehen, dann okay. Hätten wir das Hamsterfell. Okay. Aber wir im Westerwald igeln uns lieber ein. So, mir wurde ja aufgetragen, Hamstereinkäufe heute zu tätigen. Haben Sie auch Hamster da? Einen haben wir noch. Das ist aber der letzte. Ah, wunderbar. Das ist von den Hamster übrig geblieben. Und hier links von mir hat jemand dem Rat der Bundesregierung gefolgt und die Minions gehamstert. Guck mal, hier in Kirmes trifft man Bekannten. Alte. Alte Bekannten. Den kenne ich, den kenne ich. Den komme aus von unserer Heimatstadt, Heimatland. Tiger, also bengalische Tiger. Sie sind eigentlich sehr gefährlich. Und sie sind sehr stark und wohnt im Wald. Also gefährlicher Wald, da geht keiner. Und das ist hier der Tiger. Und zwar das ist eine originalgetreue Nachbaue von dem Tiger von Siegfried und Roy. Also in Kirmes trifft man alte Bekannten. Jawohl. Wie gefällt Ihnen der Kirmes? Die Kirmes hier ist natürlich super, ja. Ganz klasse, weil sich hier ganz viele Leute treffen. Ja. Ganz Wermelskirchen ist auf den Beinen. Das müssen wir jedes Jahr so machen. Machen wir ja auch. Und fühlen Sie auch fröhlich? Ja, natürlich. Ich bin total glücklich hier. Ne? Ja, danke. Hier ist mein Lieblingsgeburts. Lorbeerblätter. Das ist ein ganz schwieriger Name, aber hoffentlich habe ich geschafft zu sagen. Lorbeerblätter. Die wievielte Kirmes ist das? Die 45. 420. Für mich nochmal. Die 45. Und hier ist ein Elefant auf einem Teppich. Und das ist der belgische Elefant des Wappentier dieser Region. Quatsch, das war ein Scherz nur. Hier gibt's die geilste Musik. Das kommt hier lauter, hier kommt das lauter. Nochmal. So sieht's aus. Und Martini ist immer gut.
Hallo Vince, du kommst aus Hannover und wie hat das gefällt dir? Mir hat es hier super gefallen. Ich war begeistert, wie viele Leute hier nach Wermelskirchen reinpassen. Ja. Das ist doch sonst relativ verschlafene Städtchen. War ja richtig überfüllt dieses Wochenende, hat super viel Spaß gemacht, gab leckere Sachen zu essen. Das erste Mal Raupe gefahren in meinem Leben, war super. Und wie fandest du die Kirmes, Bulbul? Ja, ich finde das sehr schön. Passt alles sehr schön. Ich habe schon viele Leute kennengelernt und mit vielen Leuten getroffen. Natürlich, die Martine war sehr schön. Das gefällt mir sehr. Und das war die 420. Wermelskirchener Kirmes mit Kramarkt. Und ich bin der Vincent. Und ich bin der Bulbul. Freuen uns auf nächstes Jahr.